Wenn man so will, kann man hinter dieser Mechanik sogar eine sachliche Erklärung, nicht moralische Rechtfertigung, für den stalinistischen Terror sehen. Stalin brachte neben den Feinden des Sozialismus ganz einfach alle um, bei denen er Gefahr witterte, dass sie ihre Rolle politisch verstanden oder in Zukunft so verstehen würden. Politik und Freundschaft. Freundschaft in der Politik trägt meist den Charakter einer Proklamation oder politischen Demonstration. Sie ergibt sich aus einem politischen Zweck und ist mit persönlicher Freundschaft nicht zu verwechseln. Auch Markus Söder und Armin Laschet versicherten im März und April 2021 ununterbrochen, dass sie Freunde seien, während sie doch erbittert und mit fast allen Mitteln um die Rolle des Kanzlerkandidaten rangen. Gleichwohl ist es für einen Politiker sehr wichtig, vertrauensvolle Arbeitsbeziehungen zu anderen, für seinen Erfolg wichtigen Politikern herzustellen, die von psychologischer Einfühlung, verständigem Eingehen auf die Interessen des anderen und generell von einem Geist des Gebens und Nehmens bestimmt sind. So etwas kann die politischen Transaktionskosten ungemein senken. Für die Außenpolitik hat man dazu die Diplomatie und mit dem Diplomaten auch einen ganzen Berufsstand erfunden. Die Außenpolitik des amerikanischen Präsidenten Barack Obama wurde lange Zeit offenbar auch dadurch behindert, dass es ihm nicht gelang oder er nicht daran interessiert war, zu den Führern anderer Staaten ein persönliches Vertrauensverhältnis herzustellen. Helmut Kohl dagegen veranstaltete mit seinem Freund Boris Jelzin ausgiebige Saunabesuche und Gerhard Schröder verband mit Wladimir Putin eine Männerfreundschaft. Angela Merkel fand nach einigem Anlauf ein gutes persönliches Verhältnis zu Nicolas Sarkozy, dagegen lange Zeit nicht zu seinem Nachfolger François Hollande. Mussolini und Hitler waren miteinander befreundet, soweit unter solchen Menschen Freundschaft möglich war. Als aber 1943 die Alliierten von Nordafrika nach Sizilien übersetzten, hatte Mussolini im faschistischen Großrat plötzlich keine Freunde mehr. Er wurde umstandslos abgesetzt und durch Marschall Pietro Badoglio ersetzt. Italien schied aus dem Achsenbündnis aus und bot einen Waffenstillstand an. Dieser Verrat erhitzte die deutschen Gemüter. Sie hätten es besser wissen müssen. Staaten haben keine Freunde. Sie haben Interessen. Politik und Klientel. Das Allgemeinwohl oder das Wohl des deutschen Volkes, wie es im Grundgesetz heißt, ist eine abstrakte Größe. Ein einheitliches Gesamtinteresse der Bürger einer politischen Einheit gibt es nur in Bezug auf ganz wenige Fragen. Dazu mag die Erhaltung des Friedens zählen, die Bekämpfung von Seuchen oder generell die Verbesserung der Volksgesundheit. Schaut man näher hin, ist es aber auch hier mit der Interessenidentität schnell vorbei. Bedeutet die Erhaltung des Friedens, dass man einen pazifistischen Standpunkt einnimmt, oder bedeutet sie, dass man daran mitwirkt, Friedensstörer überall in der Welt militärisch zu bekämpfen? Wer entscheidet eigentlich, was den Frieden stört? Bedeutet Friedenserhalt mehr oder weniger Militärausgaben? Bedeutet die Erhaltung von Volksgesundheit das Verbot von Alkohol und Zigaretten? Oder soll man nicht auch, wegen der allgemein zunehmenden Fettleibigkeit, Fertigpizza, Fischstäbchen und Hamburger verbieten?